Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute ist der Sonntag, der 9. April. Das Video werde ich wohl ziemlich schnell nach dem Produzieren hochladen, noch am selben Tag. Ist ja lange her, dass ich noch was Neues produziert habe in Deutsch, wofür ein wenig meine Entschuldigung, aber es gibt so viel mehr im Englischen zu lesen, als es das in Deutsch gibt. Und ich habe von Bruder Brett Norman aus Amerika 8 Bücher geschickt bekommen letztens, hab mir selber noch ein paar Bücher gekauft, worunter von Dr. Martin Kobialka, Ökumene und Weltregierung, da komme ich gleich noch drauf, und habe mich eigentlich heute hier hingesetzt und wollte ein neues Video machen, der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Hatte aber in dem Buch von Martin Kobialka vorhin so gelesen, dass ich mir auf die Schenkel geklopft hatte vor Lachen und mich nicht mehr einhalten konnte. Und denke, dass ich das vielleicht noch hier mit reinnehmen werde. Also wird es teilweise eine hoffentlich weniger seriöse, sondern eher noch ein bisschen lustige Sendung. Aber bevor es irgendwo lustig wird, möchte ich mich erst nochmal eben, oder möchte ich euch erst nochmal eben einstimmen auf Daniel, Kapitel 9 und im Bestimmten auf Verse 24 bis 27, die ihr bereits in den ersten beiden Videos des größten Betrugs vom Garten und von Eden bereits besprochen hatten. Nun ist, also erst, ich habe nichts aufgeschrieben, ich spreche das alles jetzt vollständig frei. Die einzigen Notas, die ich genommen habe, werdet ihr gleich sehen in dem Word-Dokument, sonst habe ich nichts. Es haben sich vielleicht einige gefragt, wo will er eigentlich mit seinem größten Betrug seit dem Garten von Eden drauf hinaus? Ich werde versuchen, euch das nochmal eben deutlich zu machen, wenn wir uns hier nochmal eben den Text anschauen, den ich aus der King James, also aus der König James Bibel übersetzt habe. Daniel Kapitel 9, Vers 26, der obere Teil hier in Rot, ne, den ich jetzt hier eben blau mache. Und danach dann Teil Vers 27, der untere Teil. Der zum besseren Verständnis, in Schwarz seht ihr geschrieben die Schlachter 1951 und in Rot seht ihr geschrieben die König James von 1611. Die ich zum besseren Verständnis übersetzt habe, weil es für mich absolut keinen Sinn macht. Also, worum geht es bei diesem größten Betrug seit dem Garten von Eden? Der Punkt ist doch der folgende. Wenn wir hier in Vers 25 lesen, so wisse nun und begreife, dass aus dem Fortgehen des Gebots, Jerusalem für den Fürsten zu erneuern und zu erbauen, werden 7 Wochen vergehen und 62 Wochen. Die Straße soll wieder aufgebaut werden und die Mauer auch in unruhigen Zeiten. Dann ist, glaube ich, jedem deutlich, der das liest, und das hatten wir ja letztes Mal auch bereits besprochen, dass wir hier erst von 7 und dann von 62 Wochen sprechen. Es gibt niemanden, aber wirklich niemanden, der sich mit Bibelstudien auf dieser Welt beschäftigt, der nicht bestätigt, dass nach den ersten 7 Wochen die 62 folgten und somit 69 Wochen erfüllt worden sind. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der das bezweifelt. Das ist ja schon mal schön, um anzufangen. Nun, es gibt also keine Lücke. Ich habe mir extra hier das Wort aus dem Englischen Gap übersetzt ins Deutsche, wie ihr seht. Es gibt keine Unterbrechung, es gibt keine Zwischenzeit, es gibt keinen Spalt, keine Lücke, keine Kluft, keinen Abstand, keinen Zwischenraum zwischen 7 Wochen und 62 Wochen. Nun frage ich jeden, mal seriös in sich hineinzugehen und mir zu sagen oder zu zeigen, wo in den Versen, die ich hier vorgelesen habe, Vers 25 gerade eben und was wir jetzt lesen werden, Vers 26 und 27, wo hier eine Lücke, ein Loch, eine Spalte, ein Zeitraum zwischen liegt, der nicht zwischen der 7. und der 62. Woche liegt, der aber nach den 69 Wochen anscheinend liegt. Also erstmal fährt die Bibel fort und ich lese halt aus der König James. So wisse nun und begreife, dass aus dem Fortgehen des Gebotes, Jerusalem für den Fürsten zu erneuern und zu erbauen, werden 7 Wochen vergehen und 62 Wochen. Also 69 Wochen ohne irgendeine Lücke dazwischen. Jeder Bibelschüler, jeder Bibellehrer weltweit, sogar die katholischen, sind sich darüber einig, dass zwischen diesen 7 Wochen und den 62 Wochen es keine Lücke gibt.
Die Straße soll wieder aufgebaut werden und die Mauer auch in unruhigen Zeiten. Das heißt, in Vers 25, den wir gerade gelesen haben, vergehen 69 Wochen. Und dann geht's weiter. Ohne Unterbrechung. Nach Vers 25, Vers 26. Und nach 62 Wochen. Nun, warum schreibt man hier in der Bibel nach 62 Wochen und nicht nach 69 Wochen? Weil die Prophezeiung von Daniel die 70 Wochen in drei Teile aufgeteilt ist. In 7 Wochen, in 62 Wochen und in einer Woche. Vers 27. Weil es in Übereinstimmung ist mit Vers 25, wo drin steht, 7 Wochen werden vergehen und 62 Wochen. Und da wir wissen, dass die 62 Wochen sich an die 7 Wochen anschließen und dann 69 Wochen in total vergangen sind, kann man hier im nächsten Vers sagen, nach 62 Wochen, weil das ist in total nach 69 Wochen. Und es geht ohne irgendeine erkennbare Lücke weiter. Nach 62 Wochen, also in total nach 69 Wochen, wird der Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Nun, das ganze Kapitel 9 von Daniel geht um die Ankunft Jesu Christi. Es geht darum, dass hier Daniel offenbart wird, wann endlich der Messias kommt, der bereits in Genesis, also im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, angekündigt wurde. Ja? Er wird dir den Kopf zertreten. Du wirst ihn in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zertreten. Da wurde Jesus Christus zum ersten Mal angekündigt. Erstes Buch Mose, drittes Kapitel, Vers 15. Und im ganzen Alten Testament hindurch wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der Messias kommt. Und hier wird Daniel jetzt ganz deutlich offenbart, wann der Messias kommt. Nämlich nach diesen 62 Wochen, die in total 69 Wochen sind, dann wird der Messias abgeschnitten werden, für den ja vorher Jerusalem für den Fürsten zu erneuern, für den ja vorher alles gebaut wurde. Der Fürst, der Messias, der kommt. Nach 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Ist denn Jesus für sich gestorben? Oder ist Jesus für dich gestorben? Ist Jesus für uns alle gestorben? Ist Jesus als einziger, der jemals auf dieser Erde gewandelt hat und nicht gesündigt hat, für die Sünden anderer gestorben oder für seine eigenen Sünden? Ja, nicht für seine eigenen, weil er hat nicht gesündigt. Er wurde versucht, unter anderem 40 Tage vom Teufel in der Wüste, wo der Teufel ihn dreimal versucht hat, zur Anbetung zu bekommen. All diese Königreiche werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Und Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Vater im Himmel anbeten und niemand anderem dienen als ihm. So ungefähr. Ich habe jetzt nicht wortwörtlich den Spruch hier. Ist auch nicht nötig. Ihr versteht, worum es geht. Also, nach diesen 69 Wochen wird Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Eben, der Messias, der Erlöser, wird abgeschnitten werden, nicht für sich selbst, weil er stirbt nicht für sich, er stirbt für die Sünden der ganzen Menschheit. Und es geht weiter, und das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das heißt, Messias ist abgeschnitten, aber nicht für sich selbst, ist gestorben, aber nicht für sich selbst. Er wird abgeschnitten aus seiner Mission. Das bringt mich auf einen anderen Gedanken. Steht mir das zu, aber das ist halt so, wenn man sich keine Noten nimmt.
Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dann beginnt es mit dem Evangelium von Matthäus. Und dann Markus und Lukas und Johannes. Das Evangelium von jedem dieser vier, diese vier Evangelien aus der Sichtweise des jeweiligen Apostels, Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, das ist die 70. Woche von Daniel. Weil jedes dieser Evangelien endet mit dem Tod und der Wiederauferstehung Jesu Christi. Das sind die 3,5 Jahre, die Jesus Christus durchgebracht hat, nach der Zeit, dass er im Fluss Jordan von Johannes den Täufer getauft wurde und der Heilige Geist in Form einer Taube aus dem Himmel kam und eine Stimme aus dem Himmel kam und sagte: Dies ist mein Sohn, den ich lieb habe. Zu dem Zeitpunkt wurde Jesus in sein Amt gesetzt. Er war 30 Jahre alt, als er getauft wurde. 30 Jahre war die Zeit nach dem mosaischen Gesetz, wenn man Priester werden konnte. Jesus wurde getauft, als er 30 wurde, und hat dann seine Mission begonnen und hat das Königreich Gottes verkündet. Und wie er das gemacht hat, das lesen wir im Evangelium des Matthäus, des Markus, des Lukas und des Johannes. Das sind 3,5 Jahre. Nach 62 Wochen, also nach 69 Wochen, das heißt in der 70. Woche, wird Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das hat Jesus Christus angekündigt in Matthäus 24. Seht ihr den Tempel und all diese Dinge? Ich sage euch, wahrlich, ich sage euch, kein einziger Stein wird auf dem anderen stehen bleiben. Ja? Es ist ja unzweifelhaft. Niemand bestreitet das. Es gibt keinen einzigen Bibel- oder sonst wie Gelehrten auf dieser Welt, der bestreitet, dass 70 nach Christus Titus, der Prinz, das heißt der Sohn des Kaisers Vespasius, der damals Rom regierte, mit der 10. Legion kam und Jerusalem vernichtet hat. Mehr als 1 Million Menschen starben damals, die sich sogar in Kannibalismus vergangen haben. Es waren grausame Zeiten, vor denen Jesus auch gewarnt hat. In Matthäus 24. Matthäus 24 ist auch von vielen Menschen verkehrt verstanden. Darüber können wir gerne mal eine andere Studie machen, wenn ihr das möchtet. Weil es gibt da keine Aufteilung von bis 70 nach Christus und bis zum Ende der Zeit, so wie viele gerne hätten. Es ist viel einfacher, so wie die Bibel immer einfach ist. Und das ist ja gerade oftmals das Schwierige daran. Weil die Bibel so einfach ist, wollen wir sie oftmals nicht glauben. Wollen wir sie oftmals nicht begreifen. So einfach kann es doch nicht sein, Jörg. Doch, ist es. Deswegen versteht ja jedes Kind aus der 4., 5. Klasse die König-James-Bibel, weil so ist sie geschrieben, so einfach. Wir sprechen hier also von 10-, 11-jährigen Kindern. Die müssen die Bibel begreifen, deswegen hat Jesus gesagt, bringt die Kinder zu mir. Weil für die ist das Königreich Gottes, weil die wurden noch nicht indoktriniert mit den ganzen Falschlehren, mit denen wir alle indoktriniert wurden unser Leben lang. Aber gehen wir jetzt nochmal zurück auf den Vers 26 und 27, weil ich will das heute wirklich zu Ende bringen. Es muss verdammt nochmal deutlich sein für euch, dass zwischen diesen 62 Wochen, den 7 Wochen vorab ging, 69, und der 70. Woche es kein Loch gegeben hat. Nirgendwo steht das hier. Also lesen wir weiter. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird, also das ist die römische 10. Legion, die in 70 nach Christus kommt, wird die Stadt und das Heiligtum, den Tempel, zerstören. Und das Ende davon wird mit einer Flut sein. Und bis zum Ende des Krieges werden Verwüstungen bestimmt. Nun, bis zum Ende des Krieges. Wann ist denn der Krieg vorbei? 70 nach Christus? Weil dann war alles in Schutt und Asche gelegt und Schluss ist. Der Krieg, der dort begonnen wurde, ist erst zu Ende,
wenn der Prinz des Friedens kommt. Und der Prinz des Friedens ist Jesus Christus, wenn er zum zweiten Mal kommt. Dann ist der Krieg vorbei. Und deswegen hören wir in unserer heutigen Zeit von Kriegen und Gerüchten von Kriegen. Und deswegen haben wir Tribulation, also Trübsal, in unserem Leben zu verarbeiten. Da können wir gerne noch mal ein anderes Mal drauf eingehen. Das Wichtige ist, dass wir hier verstehen, nach in total 69 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden. Das war, als Jesus Christus am Kreuz hing und am Kreuz sein Blut für unsere Sünden vergossen hat. Danach wird das Volk des Fürsten kommen, der die Stadt und das Heiligtum zerstören wird, der den Tempel zerstören wird. Der Tempel wurde zerstört, es blieb kein Stein auf dem anderen. Das ganze Gold wurde rausgeschmolzen und abtransportiert von den Römern. Und schaut euch das mal an. In Rom gibt es da heute noch einen Triumphbogen von Titus, von der Zeit, wo sie alles aus Jerusalem weggeschleppt haben. Den gibt es da heute noch, der steht da heute noch, kann man sich anschauen. Und das Ende davon wird mit einer Flut sein. Und bis zum Ende des Krieges werden Verwüstungen bestimmt. Diese Kriege gehen heute immer noch fort. Aber trotzdem geht Daniel nochmal weiter im Kapitel 9, Vers 27. Und er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen. Was hat Jesus denn damals gemacht? Er hat den Bund doch mit vielen für eine Woche bestätigt, nämlich mit den Juden. Und in der Mitte der Opfer wird er dafür sorgen, dass Opfer und Speisopfer aufhören wird. Warum? Jesus Christus ging an das Kreuz, um das perfekte Lamm für das Passover-Fest zu werden. Das Passover-Fest, das wir zum ersten Mal kennengelernt haben, im Buch Exodus. Ja? Im zweiten Buch Mose. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Bevor die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, wurde da Blut, also ein Lamm geschlachtet und an den Türpfosten und über den Türpfosten, wie hier im Bild zu sehen, wurde das Blut angeschmiert und Gott ging an den Türen, an dem Blut beschmiert war, vorbei und hat die Erstgeburt in allen anderen Häusern getötet. Mensch und Tier. Die Israeliten hatten damals ihre Türen mit dem Blut des Lammes beschützt. Passover, vorbeigehen, heißt das im Grunde. Gott ging an den, oder die Rache Gottes ging an den Häusern, die mit Blut beschmiert waren, vorbei. Weil da war das Blut des Lammes. Seht ihr den Zusammenhang mit dem Tod Jesu Christi? Jesus Christus, der an das Kreuz genagelt wurde, als das perfekte Lamm, weil das Blut dieser Lämmer, das Blut, was wir hier sehen, das Blut des Gesetzes Moses, das später das zeremoniale Gesetz war, wo Gott im dritten und vierten Buch Mose bestimmt hat, die Opferungen, die sie bringen sollten. Keins dieser Opfer hat jemals die Sünde irgendeines Menschen weggenommen. Im ganzen Leben nicht. Das ist nicht passiert. Es war immer nur der Glaube daran, der befreit hat. Ja? Jesus wurde unser perfektes Passover, wurde unser perfektes Lamm. Jesus hat sich dafür geopfert und durch das Vergießen seines Blutes sind alle Sünden der Welt weggenommen worden. Er wurde gekreuzigt nach dem Fest der ungesäuerten Brote in der Passoverwoche im Monat Abib, den wir heute April nennen. Der erste Monat des Jahres folglich dem biblischen Kalender. Okay? In der Mitte der Woche wird er dafür sorgen, dass Opfer und Speisopfer aufhören wird, weil Jesus das perfekte Opfer geworden ist, das perfekte Blut vergossen hat,
Dadurch hat er dafür gesorgt, dass Opfer und Speisopfer aufhören werden. Nun, in dem Moment, als Jesus den Geist aufgab, war es so, dass Gott den Vorhang im Tempel, der das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt hat, das ihr hier sehen könnt, nicht so eine tolle Resolution, aber ja, ihr versteht die Geste. In dem Augenblick, als Jesus den Geist aufgab, und das steht in jedem Evangelium beschrieben, das sauge ich mir nicht aus den Fingern, das könnt ihr nachlesen, wurde der Vorhang im Tempel von oben nach unten, und nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, ein schweres Stück Stoff, vollständig zerrissen und hat das Allerheiligste freigegeben. Hat übrigens damals auch freigegeben, dass da überhaupt schon die Arche überhaupt nicht mehr stand. Das ist schon eine ganz andere Sache. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Gott hat in dem Moment, als Jesus den Geist aufgab, den Vorhang von oben nach unten zerrissen, um deutlich zu machen, hier kann jetzt Kaiphas, der sich hier dem Tempel näherte, der hat nämlich damals das Opfer vorbereitet für das Passoverfest, das man ja normalerweise feiern wollte, hat den Vorhang zerrissen und damit deutlich gemacht, dass Gott nicht mehr in Tempeln aus Menschenhand gehauen bleibt und dass das zeremonielle Gesetz von Mose erfüllt wurde. Wie Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Welches Gesetz hat er denn erfüllt? Das Passoverfest hat er erfüllt. Das ist das Fest, das Jesus Christus, oder das ist das Gesetz, was Jesus Christus erfüllt hat. Durch sein Blut zu vergießen, hat er alle Schuld der Welt auf sich genommen. Er ist das perfekte Opfer. Er ist das perfekte und das einzige Lamm. Johannes sagt es doch, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Das war Jesus Christus. Und deswegen wird es hier in Vers 27 von Daniel deutlich geschrieben. Er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen. Das waren nämlich die Juden, weil Jesus ist dafür gekommen, um die Juden, das zu der Zeit noch auserwählte Volk Gottes, und da hatten wir ja früher schon drüber gesprochen, zu erlösen. Und in der Mitte der Woche, der 70. Woche, das heißt nach 3,5 Jahren, wird er dafür sorgen, dass das Opfer und Speisopfer aufhören wird. So, das heißt, Jesus hat sein Ministerium begonnen, als er 30 Jahre alt war und im Fluss Jordan getauft wurde. Dann kann man das Evangelium nachlesen bei Matthäus. Man kann es nachlesen bei Markus, bei Lukas und bei Johannes. Das ist das Wirken von Jesus auf der Erde innerhalb von 3,5 Jahren. Das heißt, in der 70. Woche und in der Mitte der Woche nach 3,5 Jahren wird er dafür sorgen, weil er abgeschnitten wird. Da wird er dafür sorgen, dass das Opfer und Speisopfer aufhören wird. Und die Überspreizung der Gräuel wird er es verwüsten, selbst bis zur Vollendung. Und das, was bestimmt ist, wird über die Trostlosen ausgegossen werden. Das heißt mit anderen Worten nichts anderes, als dass ab dem Augenblick die Überspreizung der Gräuel da rauskommt und dass das, was wir heute erleben, die Zeit ist, in der wir eben leben. Das, wie soll ich das jetzt vernünftig deutlich sagen? Das ist ja auch in der König James nicht ganz so deutlich, wenn man das ins Deutsche übersetzt, also im Englischen verstehe ich das besser. Aber der Punkt ist eben, dass man sagt von für die Überspreizung der Gräuel wird er es verwüsten, das heißt das Heilige, ja, diesen Tempel, und das bis zur Vollendung, das was bestimmt ist, wird über die Trostlosen ausgegossen werden. Das heißt bis zur Vollendung, bis Jesus zurückkommt, das was bestimmt ist, wird über die Trostlosen ausgegossen werden.
Also da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, das ist mir auch zu schwierig, das im Deutschen jetzt zu erklären. Aber es geht hauptsächlich um diesen einen einzigen Punkt. Nach 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden, den 7 Wochen vorausging, das heißt nach 69 Wochen. Und im direkten Anschluss wird er den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen. Das ist die 70. Woche. Das ist das Ministerium Jesu Christi. Das ist das Evangelium von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wo wir es nachlesen können. Das ist die 70. Woche. Und in der Mitte der Woche, in der Mitte der 70. Woche, wird er dafür sorgen, dass das Opfer und Speisopfer aufhören wird. So, dann wollen wir eben gucken hier, ob ich das 70. Woche, ob ich das Bild hier mal eben schnell reinkriegen kann. Das ihr ja schon kennt, das habe ich ja schon öfter mal eingeblendet. Ja, wäre mal schön, wenn das hier mal langsam funktioniert, ne? 7 Wochen, dann 62 Wochen und dann die 70. Woche. 3,5 Jahre, die Zeit zwischen hier, wo Jesus Christus getauft wurde, dann wurde er ans Kreuz genagelt und starb für unsere Sünden und hat den Bund mit vielen für eine Woche bestätigt. Eine Woche, das heißt bis zum Ende der 70 Jahre, 70. Jahre, 70 Jahre, 7 Jahre, weil dann kamen noch die 3,5 Jahre bis ungefähr die Zeit, wo Stephanus gesteinigt wurde. Und dann ging das Evangelium an die Heiden. Davor ging es nur an die Juden. Die Juden sind diejenigen, wo hier steht, er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen. Mit vielen, das sind die Juden, mit denen er es für eine Woche bestätigt. Hier die 70. Woche, die sich ohne Lücke, ohne Spalte, ohne Kluft, Abstand, Zwischenraum, Unterbrechung, Bresche, Riss und so weiter an die 69 Wochen anschließt. Das ist die 70. Woche. Und in der Mitte der Woche wird er dafür sorgen, dass Opfer und Speisopfer aufhören wird. Er hat dafür gesorgt, als er den Geist aufgegeben hat, dass der Vater den Tempel von oben bis unten zerrissen hat und das Allerheiligste vom Heiligen bloßgelegt hat, dass Kaiphas, der Hohepriester der Juden zu der Zeit, der das Passoverfest vorbereiten wollte, da nicht mehr das Opfer vollziehen konnte. Jesus Christus hat das Speisopfer aufhören lassen, weil das Opfer und Speisopfer aufhören lassen, weil er wurde das perfekte Opfer. So, alles, was ich bis jetzt erklärt habe, ist im Grunde einfach zu verstehen. Ist im Grunde überhaupt nicht schwer. Jetzt sagt ihr, ja, warum macht sich der Jörg denn dann solche Arbeit, das so detailliert und klein gehackt uns hier vorgekaut nochmal vorzuwerfen? Ganz einfach. Weil nach der Reformation, wo die Reformatoren, nicht nur Luther, sondern alle Reformatoren, das könnt ihr gerne im Internet nachsuchen, es gibt Zitate von jedem der bekannten Reformatoren, von jedem. Jeder der Reformatoren, da waren sie alle einig, sonst waren sie nicht besonders einig, aber darin waren sie sich einig, jeder hat das Amt des Papsttums als den Sitz des Antichristen verstanden. Das kleine Horn aus Daniels Prophezeiung, der Mann der Sünde, der Sohn der Verdammnis, das kleine Horn, der Antichrist, ist der Papst. Und weil das dazu führte, dass der Papst seine Macht in Europa ganz grässlich verloren hat, weil durch die Übersetzung der Bibel auf einmal in die Sprache des normalen Menschen, der Vulgata, wie man so schön sagt, ne, des vulgären Menschen, weil jeder auf einmal die Bibel für sich selbst lesen konnte in seiner eigenen Sprache, wurde den Menschen deutlich, dass der Papst der Antichrist ist. Und die Reformation war eine Sache, und Rom hat dann einen Schritt eingesetzt gegen die Reformation. Das nennt man die Gegenreformation oder die Konterreformation. Counter-Reformation. Und diese Gegenreformation wurde vor allen Dingen in Gang gesetzt mit der Bestimmung eines Militärordens der römisch-katholischen Kirche,
Nämlich der Bestimmung oder der päpstlichen Bulle Regimini Militantis Ecclesiae. Kann man hier nachlesen. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Das ist nicht so. Die Auflösung ist halt ein bisschen bescheiden. Aber es steht hier Regimini Militantis Ecclesiae. Das ist die päpstliche Bulle, die Papst Paul III. Verfügt hat. Ignatius von Loyola und damit den Orden der Jesuiten gegründet hat. Regimini Militantis Ecclesiae, die Kirche im Krieg heißt das. Die Jesuiten sind ein militärischer Orden und dieser militärische Orden hat die Aufgabe bekommen, die Reformation zunichte zu machen. Da werde ich auch in Kürze den Eid der Jesuiten lesen. Ich habe von meinem Bruder Andreas das übersetzt bekommen ins Deutsche. Und kann den ganzen Eid der Jesuiten mal in einem Video bringen. Und das werde ich auch in Kürze tun. Ich hoffe, ihr schaut euch das an und ihr hört euch das gerne an. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Diesen Eid zu verstehen und zu verstehen, was die Jesuiten wirklich sind. Also, diese Jesuiten haben die Gegenreformation eingesetzt. Und eine ihrer ersten Taten, die passiert waren, war, es gab einen Jesuitenpriester, der hieß Ribera. Ja, warum finde ich den denn hier nicht? Ja, wahrscheinlich, weil ich es nicht so besonders richtig geschrieben hatte. Franziski Ribera. Und der hat ein Werk geschrieben, so wie ihr hier seht, mit dem Wappen der Jesuiten damit bei, in 1591 über die Zukunftslehre des Antichristen. Es war den Leuten, die auf einmal die Bibel in der Hand hatten, deutlich, dass der Papst der Antichrist war. Das ging deutlich aus der Bibel hervor. Nun, was hat das mit Daniel 9 zu tun? Daniel 9, Vers 26 und 27 zu tun? Die Zukunftslehre von Francisco Ribera erzählt uns, dass es eine Lücke gibt zwischen den 62 Wochen hier, den 7 Wochen vorangingen, und der 70. Woche, in der ich gerade eben deutlich erklärt hatte, dass dafür niemand anders in Frage kommt als Jesus Christus. Was ist jetzt der größte Betrug seit dem Garten von Eden? Unter anderem der Punkt, und das muss man sich mal gut auf der Zunge zergehen lassen, dass wenn ich nicht verstehe, dass Daniel 9 auch in den letzten Versen über Jesus Christus spricht, sondern ich mir erzählen lasse, dass Vers 27 abgetrennt wird mit dem, wie ich so schön ausgesucht habe, mit der Lücke, der Kluft, dem Abstand, dem Zwischenraum von 2000 Jahren oder mehr, wo ich bitte mal frage, wo steht das denn hier drin? Francisco Ribera trennt das ab und sagt, die 70. Woche ist noch nicht erfüllt. Und in der Zukunftslehre des Antichristen wird hier das Volk des Fürsten, der kommen wird und das Heiligtum zerstören wird, das wird in die Zukunft gelegt. Das ist folgens der römisch-katholischen Kirche und ihrer zukünftigen Lehre basierend auf Francisco Ribera nicht passiert in 70 nach Christus, sondern das passiert irgendwann in der Zukunft. Nun, und jetzt wird es langsam interessant. Und ganz sicher für meine lieben deutschen Zuschauer. Und ganz sicher für diejenigen, die sich schon immer gefragt hatten, warum ist eigentlich der Holocaust passiert? Warum gibt es eigentlich einen Staat Israel heutzutage? Nun, diese Zukunftslehre des Jesuiten Francisco Ribera, der 1590 sein Schreiben in Salamantica veröffentlichte und ein Jahr später starb, sehr passend, konnte er nichts mehr zurücknehmen oder verändern. Der sagte, dass nach diesen 62 Wochen eine Lücke entsteht von Tausende von Jahren und dass erst kurze Zeit bevor Jesus zurückkommt, meistens wird gelehrt 7 Jahre bevor Jesus zurückkommt, dann gibt es eine große Trübsal,
Nämlich genau das, was wir hier lesen, ja, die Überspreizung der Gräuel. Es wird verwüstet und bis zum Ende des Krieges sind Verwüstungen bestimmt. Diese große Trübsal, die siebenjährige Trübsal wird passieren. Das geht dann auch noch einher mit der falschen Entrückungslehre. Also da kann man jetzt ja gar nicht drauf eingehen, das ist ja auch alles nicht biblisch. Es gibt keine Entrückung, weil es steht in der Bibel deutlich geschrieben, wenn Jesus zurückkommt, wenn er zurückkommt, in dem Augenblick werden alle die, die im Augenblick leben, in einem Augenblick verwandelt werden und die Toten, die gerechten Toten werden aufstehen zur Wiederauferstehung und werden den Herrn in der Luft treffen. Dann ist er aber da. Dann kommt er und bringt das endgültige Gericht mit. Ja? Es gibt keine vorherige Entrückung. Aber damit macht die Kirche, die römisch-katholische Kirche natürlich, viel Politik. Und sagt, ist ja wunderbar und lehrt, ist ja wunderbar, kann euch ja alles gar nichts passieren, weil wenn es dann soweit ist, dann werdet ihr sowieso alle in den Wolken entrückt und dann ist alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen. In der Zwischenzeit müssen wir uns hier um nichts mehr kümmern. Sünden können wir auch, weil das Gesetz ist tot, das Gesetz ist abgeschafft und wir leben unter der Gnade. Und wir werden sowieso, bevor hier, wie man so schön im Englischen sagt, before the shit hits the fan, ne, bevor die Kacke an zu dampfen fängt, werden wir sowieso alle entrückt. Die Entrückungslehre. Hängt alles zusammen mit der futuristischen Antichristenlehre. Der Punkt ist doch, auf den ich hier jetzt hinauf will und den ich jetzt mal irgendwo deutlich machen will. Wenn ich Daniel, Verse 26 und 27, so wie sie hier geschrieben stehen, und wie ich hoffe, dass es euch deutlich wird, entweder im Deutschen oder, hier könnt ihr ja lesen, wie es in der Schlachter geschrieben steht, oder halt im Englischen, könnt ihr euch ja aussuchen, welches ihr lesen wollt, das, was ich hier aus King James übersetzt habe. Wenn man das nicht so versteht, wie es in der Bibel gemeint ist, sondern wenn man das so versteht, wie das heute gelehrt wird, dann verneine ich, dass Jesus Christus der Messias war. Weil wenn sich die Verse 26 und 27, die ich hier gerade gelesen und erklärt habe, nicht auf Jesus Christus vor 2000 Jahren beziehen, dann beziehen sie sich auf einen Messias, der kommen wird. Und Jesus Christus hat damals deutlich die Menschen gewarnt und hat gesagt, ich komme in meines Vaters Namen und ihr empfangt mich nicht. Es wird ein anderer kommen in seinem eigenen Namen und den werdet ihr empfangen. Die Juden haben damals Jesus als ihren Messias nicht akzeptiert. Ich hatte ja schon gesprochen von dem talmudischen Fluch. Das ist ja auch ja nichts Neues mehr. Ich hatte das hier bereits auch eingeblendet. Ja? Rabbinic Curse, der talmudische Fluch. Habt ihr ja in den anderen Teilen gesehen. Und eben deswegen haben die Juden damals nicht verstanden, dass Jesus ihr Messias war. Unter anderem deswegen, weil ihnen das nicht gelehrt wurde. Und auch heute wird das denen immer noch nicht gelehrt. Dieser Rabbinic Curse, dieser rabbinische Fluch, kommt aus dem Talmud. Und der Talmud kommt aus Babylon. Das heißt, knapp 500 Jahre vor Christus fing diese falsche Lehre an. Daniel nicht zu lehren. Warum? Ja, man muss ja dem Antichristen eine Chance geben zu gewinnen, ne? Und der Antichrist bekommt nur eine Chance zu gewinnen, wenn die Leute ignorant sind und die Bibel nicht verstehen. Und wenn ich also sage, dass Daniel Kapitel 9, Verse 26 und 27 nicht über Jesus Christus gehen und dass Jesus Christus nicht derjenige ist, der hier vor 2000 Jahren das mosaische Gesetz, also das zeremonielle Gesetz von Moses erfüllt hat, dann warte ich auf einen zukünftigen Messias. Damit leugne ich, dass Jesus der Christus ist. Und in der Bibel steht geschrieben, wer leugnet, dass Jesus Christus im Fleisch erschien und der Christus ist, der hat den Geist des Antichristen. Und so wird halt heutzutage der Geist des Antichristen uns untergejubelt. Weil sie sagen, der Antichrist ist nicht das Papsttum, der Antichrist ist eine einzelne Person,
Ein Jude oder ein Römer, ein Politiker oder ein Kirchler spielt keine Rolle, der 7 Jahre bevor Christus erscheinen wird, wieder erscheinen wird, auf der Erde sich manifestieren wird. Und dann in 7 Jahren alles das wahrmachen wird, was in der Offenbarung geschrieben steht. Die 1260 Tage sind halt 3,5 literale, also wirkliche Jahre, nicht 1260 Jahre, sondern hier ausgelegt als 3,5 Jahre. Und er wird in diesen 3,5 Jahren diese große Trübsal bringen, vor der jeder sich fürchtet. Außer diejenigen, die sagen von, ja, wir werden ja sowieso entrückt. Und deswegen gibt es diese Lehren von, es gibt ja Pre-Trip, Mid-Trip und Post-Trip, ne? Also vor der Trübsal die Entrückung, während der Trübsal die Entrückung und nach der Trübsal die Entrückung. Gibt ja alle Lehren. Ist ja genauso lächerlich, wie es Präterismus und Futurismus gibt. Ich habe hier ein wunderbares Buch bekommen von Brett Norman. Das heißt The Origin of Futurism and Preterism. Das heißt der Ursprung des Futurismus und des Präterismus. Nun, Futurismus und Präterismus, das könnt ihr ja gerne nachschauen, da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, sind alles beides Lehren der römisch-katholischen Kirche. Das Problem ist nur, dass die eine Lehre die andere Lehre komplett ausschließt. Aber trotzdem lehrt beides die römisch-katholische Kirche. Also wenn die römisch-katholische Kirche zwei Lehren lehrt und die eine schließt die andere komplett aus, dann kann entweder nur eine der beiden richtig sein oder die beiden sind falsch und die historische Lehre ist richtig. Und die historische Lehre ist die, die wir heute hier besprechen, die wir heute hier im Buch Daniel besprechen und die ich euch versuche, dicht dabei zu bringen mit der Lehre, die Francisco Ribera 1590 in die Welt gesetzt hat, die des zukünftigen Antichristen. Also, die größte Lüge seit dem, oder der größte Betrug seit dem Garten von Eden ist, dass wir durch die falsche Lehre des zukünftigen Antichristen der römisch-katholischen Kirche Jesus Christus als unseren Messias nicht mehr akzeptieren. Da kommt nämlich die ganze zukünftige Antichristenlehre drauf hinaus. Und dass wir nicht mehr wissen, wer der Antichrist ist. Wobei die Bibel deutlich sagt und ganz, ganz deutlich macht, Daniel, Paulus und Johannes, alle drei, weisen darauf hin, dass das Papsttum der Antichrist ist. Und dass Jesus Christus in der Mitte der Woche, in der Mitte der Woche, in der Mitte der 70. Woche, ja, sein Leben aufgegeben hat, aber nicht für sich selbst, sondern für uns in der Mitte der Woche, der 70. Woche, wo es keine Lücke gibt von 2000 oder mehr Jahren. Und dann noch, Jesus Christus hat deutlich gesagt, die Stunde meiner Wiederkunft kennt weder die Engel noch sonst jemand, nur der Vater. Also wenn Sie euch dieses Theater dann vorspielen wollen, woher wissen die dann, wann Jesus Christus zurückkommt, wenn nur der Vater weiß, wenn er zurückkommt? Dann weiß man ja auch nicht, wann 7 Jahre vorher ist, oder? Wenn man mal eben logisch nachdenkt. Nun, ich hoffe, dass der Punkt inzwischen deutlich geworden ist. Es geht darum, dass durch die zukünftige Antichristenlehre Jesus Christus die Position des Messias, des biblischen Messias genommen wird. Wir akzeptieren den zukünftigen Antichristen, dann akzeptieren wir auch, dass Jesus Christus nicht der Messias war. So, und jetzt wird's spannend. Wir lesen, dass das Volk des Fürsten kommen wird, die Stadt und das Heiligtum zerstören wird. Okay? Und wir hatten bereits festgelegt, dass das passiert ist 70 nach Christus. Mal gucken, ob ich da eben ein Bild für habe, hier von Jerusalem, ne? Wie das in Jahre 70 nach Christus von der 10. Römischen Legion erst umzingelt und besiegt wurde, besetzt wurde und dann halt zerstört wurde. Ja, das haben wir gelesen. Ja? Das Volk des Fürsten, der kommen wird und der wird das Heiligtum zerstören. Damals ist also Jerusalem komplett zerstört worden. Der Tempel ist zerstört worden und der Tempel ist nie wieder aufgebaut worden. Aber heute, 2017 und die letzten Jahre,
liest man so viel, dass in Jerusalem wieder ein Tempel errichtet werden soll. Der dritte Tempel, Salomons Tempel, ne? Der einmal zerstört wurde, als die Juden in die Gefangenschaft nach Babylon gingen, und der zum anderen Mal zerstört wurde von der 10. Legion hier der Römer in 70 nach Christus. Und der soll jetzt wieder aufgebaut werden. Das Problem ist, da steht die Al-Aqsa-Moschee. Das ist wieder ein anderes Thema. Wie gesagt, mit diesen Videos könnt ihr mich ewig beschäftigen. Aber ich werde in der Zukunft dafür sorgen, dass ich die Kommentare zu meinen Lesungen und solchen Sachen, dass ich da diese Sache einfließen lasse. Ich mache kein extra Video mehr zum größten Betrug des Garten von Eden. Aber ich möchte euch eben noch ein paar wichtige Dinge mitgeben. Israel, der Nationalstaat Israel, der gottgläubigen Menschen, und was anderes ist Israel im Grunde ja nie gewesen. Jakob wurde Israel aufgrund seines Glaubens. Ja? Israel ist nichts anderes als die Menschen, die dem Gott der Bibel folgen. Der Staat, den sie damals bewohnt hatten, Judäa, wurde damals in 70 nach Christus von den Römern vollständig zerstört. Wenn aber die Zukunftslehre des Antichristen sagt, dass das Volk des Kirsten der kommen wird, diese Stadt und das Heiligtum zerstören wird und so weiter, und der Papst ist nicht der Antichrist, dann muss ich ja dafür sorgen, dass in der heutigen Zeit, wenn ich dann einen neuen Messias bringen werde, der in der Mitte der Woche dafür sorgen wird, dass Opfer und Speisopfer aufhören wird, dann muss ich ja dafür sorgen, dass es überhaupt einen Tempel in Jerusalem gibt. Und ich muss dafür sorgen, dass in diesem Tempel Opfer und Speisopfer gebracht werden. Und ich muss dafür sorgen, dass es einen israelischen Staat gibt. Nun, es gab verschiedene Richtungen, die versucht hatten, einen israelischen Staat zu errichten. Der früheste war Napoleon. Aber dem hat man damals Order, Auftrag gegeben, das bitte schön sein zu lassen. Die Zeit ist noch nicht reif. Nun haben die Juden, die ja damals in 70 nach Christus, als diese Besetzung hier passiert ist und das Zerstören Israels passiert ist, da wurden über 1 Million Juden getötet und eine ganze Menge wurden in Gefangenschaft weggeführt in die ganze Welt. Und sie waren über die ganze Welt verteilt und die Juden haben überall gelebt, unter anderem auch in Deutschland. Und die Juden, die in Deutschland gelebt haben, die haben eigentlich sehr gut gelebt, weil die Deutschen haben sich mit den Juden ganz gut arrangiert im Allgemeinen. Und wenn man den Juden gut tut, dann tut Gott dem Volk gut, die den Juden gut tun. So steht es in der Bibel geschrieben. Und der Punkt ist, als dann diese zionistische Bewegung kam, von Herzl, Ende des 19. Jahrhunderts, und als wir dann später die Balfour Declaration bekamen, von denen ihr ja sicher schon mal gehört habt, ne, die Balfour-Erklärung von Lord Rothschild, mal eben sehen, ob ich da nicht ein Bild von habe, das ich euch hier zeigen kann. Die Balfour-Erklärung von 1917, die dafür sorgte, dass damals das Ottomanische Reich zerstört werden musste, nach dem Ersten Weltkrieg. Ojo, ich muss mich ranhalten hier. dass nach dem Ersten Weltkrieg das Ottomanische Reich zerstört wurde, um Platz zu schaffen in Palästina, um einen zukünftigen Staat von Israel später gründen zu können. Ja, diesen zukünftigen Staat von Israel brauche ich nur, weil ich da einen Tempel errichten will, um Opfer und Speisopfer zu machen. Schaut, es ist doch logisch. Wenn die römisch-katholische Kirche sagt, dass Daniels 70. Woche bis jetzt noch nicht erfüllt ist, was eine Lüge ist. Aber wenn sie das sagt, dann muss sie dafür sorgen, dass es eine zukünftige 70. Woche gibt. Ja. Und genau das ist der Casus Knactus. Ich kann aber nur eine zukünftige 70. Woche bringen, wenn ich auch einen Staat Israel habe.
Da aber die Juden sich in ganz Europa und hauptsächlich auch in Deutschland vor allen Dingen sehr wohl gefühlt hatten vor über 100 Jahren und überhaupt nicht daran dachten, irgendwo hinzugehen, und sie ganz deutlich gesagt hatten von Gott hat uns damals aus Ägypten geleitet. Seine Hand hat uns aus Ägypten geleitet. Er ging vor uns, nachts als Feuer, tagsüber als eine Wolke. Nur wenn Gott wiederkommt und uns in den Staat Israel leiten würde, dann würden wir gehen. Diese Stimmen mussten vernichtet werden. Und deswegen hat man sich des Holocaust bedient, den man bereits 1916 in verschiedenen Zeitungen den Leuten untergejubelt hat. 6 Millionen Tote, da gibt es ein Video von, oder mehrere Videos, da könnt ihr euch auf YouTube gerne mal angucken, von originalen Zeitungsausschnitten, wo drin geschrieben steht, dass 6 Millionen Juden in Osteuropa sterben. Tja. Wenn du nicht freiwillig gehst, dann brauche ich Gewalt, ne? Wenn ihr Juden euch nicht schickt und nicht auf uns hört und nicht nach Jerusalem freiwillig geht, dann brauchen wir Gewalt. Also werden wir euch verfolgen. Und Adolf Hitler hat gesagt, unter anderem nachzulesen in dem Buch Die geheime Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, ich mache dasselbe wie die römisch-katholische Kirche seit 1500 Jahren, nur effektiver. Ob nun der Holocaust, so wie uns erzählt wird, stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat, spielt gar keine Rolle. Ich habe mir viel revisionistische Videos angeschaut von Ernst Zündel und Horst Mahler und Silvia Stolz und Rudolf Gerlach und wie sie alle heißen. Die haben alle nur ein Problem. Wenn sie den Holocaust leugnen, dann tun sie das aus säkulärer Sicht. Sie beziehen die spirituelle Sicht nicht ein. Und aus spiritueller Sicht war es notwendig, dass der Holocaust stattfindet. Ob er so stattgefunden hat, wie sie uns erzählen oder nicht, das spielt im Grunde gar keine Rolle. Das Wichtige ist, dass jede Menschheit das glaubt. Und jetzt kommt der wichtige Punkt für uns Deutsche. Warum wurde Deutschland auserwählt, um 6 Millionen Juden zu ermorden? Habt ihr eine Antwort auf die Frage? Ich kann sie euch geben. Und sie wird ganz deutlich, wenn man über die Antichristenfrage nachdenkt. Ja? Warum wurden die Deutschen auserwählt, um den Holocaust durchzuführen? Weil aus Deutschland die Reformation hervorging durch Martin Luther. Und diese Reformation hat dafür gesorgt, dass die römisch-katholische Kirche ihre Macht in Europa verloren hat. Und dieser reformatorische Geist ist auch heute noch in vielen Deutschen anwesend. Oh ja, man hält es nicht für möglich, aber trotz der ökumenischen Bewegung ist das doch noch immer so. Stellt euch mal vor, die protestantischen Deutschen, die wussten aufgrund der Bibel, dass das Papsttum der Antichrist ist, die gehen zu den Juden, die bei ihnen wohnen, und erzählen den Juden von, ihr habt damals euren Messias ans Kreuz genagelt. Die 70. Woche von Daniel ist erfüllt durch Jesus Christus. Und die Juden nehmen die Lehre an, dass das Papsttum, der sich ja sonst als Nachfolger des Judentums rausgibt, ja, das ist ja die Dispensational Theology, ja, die Dispensationspolitik, die römisch-katholische Kirche ist in Wahrheit der Antichrist. Wenn die Juden das Neue Testament annehmen würden und das, was die protestantischen Deutschen ihnen erzählen würden, glauben würden,
dann würde am nächsten Tag Rom brennen. Rom wäre Toast. Die Leute würden aufwachen. Und zwar nicht nur die Juden, aber hauptsächlich erstmal die Juden. Und das, was ich gerade erzählt habe, könnt ihr nachlesen in einem Buch von Avro Manhattan. Tom Fress hat mir das erzählt. Ich weiß jetzt nicht, welches Buch das war. Es gibt ja so viele. The Washington, Moscow, Vatican Alliance kann es sein. Vatican Power in the 20th Century kann es sein. Vietnam, Why Did We Go kann es sein. Also die verschiedenen Bücher von Avro Manhattan, das müsst ihr auch nochmal durchschauen. Tom Fress hat es da mal drin gelesen. Der hat mir das erzählt, dass Avro Manhattan ein Gespräch hatte mit einem KGB-Agenten, der ihm genau das gesagt hat. Wenn die Juden morgen begreifen, dass der Papst der Antichrist ist, und dass Jesus Christus vor 2000 Jahren die 70. Woche von Daniel komplett erfüllt hat, dann wäre Rom morgen Toast. So ist das. Und deswegen ist die Lüge des zukünftigen Antichristen, die Falschinterpretation von Daniel Kapitel 9, Verse 6 und 27, deswegen ist das die größte Lüge seit dem Garten von Eden. Denn, und da können wir ja gerne ein anderes Mal drauf eingehen. Für heute möchte ich es jetzt hier abschließen. Die Gründung des Staates Israel 1948 aufgrund des Holocausts, der in den späten 30er und 40er Jahren unter deutscher Regie passiert ist. Und die ganze Politik, die wir heute haben in Bezug auf den Nahen Osten, die syrische Politik, die wir heute sehen, die israelische Politik, die wir heute sehen, das ist alles nur dazu da, um dafür zu sorgen, dass der Antichrist seinen Tempel in Jerusalem bauen kann und sich dann, wie in der Bibel prophezeit wird, in den Tempel setzt und vorgibt, Gott zu sein. Dafür wird der Papst irgendjemanden auswählen, der die Rolle spielt. Und wenn der dann nach 3,5 Jahren den Vertrag bricht und halt das Opfer und die Speisopfer aufhören lassen wird, dann kommt der Papst als Messias. Weil er sagt ja schon immer, dass er Vicarius Filii Dei ist, der Stellvertreter Christus auf Erden. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden hängt damit zusammen, dass wir heute in einer Welt leben, in der uns vorgespielt wird, dass die 70. Woche von Daniel nicht durch Jesus Christus vor 2000 Jahren ungefähr erfüllt wurde, sondern dass diese 70. Woche Zukunft ist. Und dass nicht der Papst der Antichrist ist, sondern der Antichrist ist, jemand ist, der ein paar Jahre bevor Christus wiederkommt, kommt und halt in Jerusalem seinen Tempel erbaut und seine Opfer und Speisopfer macht und so weiter und so weiter. Dafür muss es einen Staat von Israel geben und ich habe gerade eben erklärt, warum es den geben musste. Und gehst du nicht freiwillig, so brauche ich Gewalt. Oder, wie ich schon öfter mal angeholt hatte, Convert or Die, nach dem Titel von Edmond Paris, das Buch Konvertiere oder stirb. Entweder tust du, was ich dir sage, oder du stirbst. So einfach ist das. Und die Juden sind alle nach Jerusalem und Israel gegangen, in diesen Staat da unten im palästinischen Grundgebiet, und begeben sich freiwillig in das größte KZ, in das größte Konzentrationslager, das es jemals gegeben hat. Weil nichts anderes ist der Staat von Israel da unten. Satan hasst die Juden. Satan hasst bibelgläubige Christen. Satan hasst die gesamte Menschheit. Und nur die paar, die sich ihm verschrieben haben und ihm dienen wollen, sind diejenigen, die niederfallen und ihn anbeten. Und das ist genau das, was er will. Jesaja, Kapitel 14, Verse 12 bis 15.
Damit möchte ich diese Miniserie Der größte Betrug seit dem Garten von Eden abschließen. Aber ich werde da immer wieder in meinen neueren Videos drauf eingehen und werde immer wieder diesen größten Betrug seit dem Garten von Eden anholen, dass es irgendwann hoffentlich vernünftig verstanden wird. Es ist so, dass der Jesuitenorden dafür gesorgt hat, dass es einen Staat Israel im 20. und 21. Jahrhundert gibt, um dafür zu sorgen, dass niemand den Papst als Antichrist akzeptiert, sondern dass der Antichrist eine Person ist, die in ferner Zukunft liegt, nach der Lehre von Francisco Ribera. Francisco Ribera. Deswegen leben wir heute in einer Gesellschaft, die von klein auf an betrogen und belogen wurde. Und man kann das nur verstehen, wenn man die Bibel zur Hand nimmt. Und deswegen finde ich die ungenaue Übersetzung in den deutschen Bibeln nicht so schön und habe das zum Anlass genommen, um das mal richtig zu übersetzen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und ich hoffe, dass ihr begreift mit allen Konsequenzen, dass der Papst, der Antichrist, der biblische, historische und prophetische Antichrist war, ist und immer sein wird und kein anderer. Aber da er von sich ablenken will, braucht er den Staat von Israel heutzutage, braucht er einen neuen Tempel, so wie es hier steht, ja, Neubau des Tempels in Jerusalem, um die christliche Religion abzuschaffen, bestreitet Jesus Christus, wird empfangen von den Juden, das ist der Antichrist, der kommt, folgens den Schriften von Ribera. Dafür brauche ich den Staat Israel heutzutage. Und wenn hier steht, das ist doch mal, die Straße soll wieder aufgebaut werden und die Mauer auch in unruhigen Zeiten. Seit 1948, seit Israel da steht, was sind denn da unruhige Zeiten, ne? Ein Krieg nach dem anderen, Terroranschläge, Blutvergießen im ganzen Nahen Osten, wo Israel ist. Das soll das widerspiegeln nach dem Motto, das hat noch nie stattgefunden. Nein, nein, nein. Wir leben jetzt in der 69. Woche und die Straße soll wieder aufgebaut werden, die Mauer auch in unruhigen Zeiten. Der Tempel, der muss noch aufgebaut werden. Den haben sie noch nicht aufgebaut. Ist vorbereitet, die Materialien liegen da startklar. Sie müssen nur sehen, was sie mit der Al-Aqsa-Moschee noch machen. Das wird noch interessant. Aber die ganzen Sachen verfolgt man mit einem ganz anderen Auge, wenn man die Wahrheit der Bibel erkannt hat. Daniel Kapitel 9 handelt nur von Jesus Christus. Niemals an irgendeiner Stelle von irgendeinem Antichristen. Und ein Loch zwischen den 62 Wochen, den 7 Wochen vorausgingen und der einen Woche, die danach folgte, in der Jesus Christus dafür gesorgt hat, dass Opfer und Speisopfer aufhören wird. Das Loch von über 2000 Jahren ist nicht biblisch. Zeigt mir mal irgendeine Stelle, wo das steht. Die findet ihr nicht. Die findet man nicht. So, bin so ungefähr zum Ende meines Vortrages gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein etwas anderes Video, das ich live mit der Kamera aufgenommen habe, ohne geschnitten, gepausiert oder sonst was zu haben. Werde ich vielleicht noch mal öfter machen, diese Art von Videos. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn ihr ernsthaft, seriös Fragen noch habt über das, was ich hier in meinen 3 Videos bis jetzt erzählt habe, dann schreibt es mir bitte im Kommentar. Kommentare, die nichts mit dem Thema zu tun haben, werde ich löschen. Ich sage das jetzt hier ganz deutlich.
Ich lasse nur Kommentare zu, die mit dem Inhalt des Videos zu tun haben. Ansonsten werden sie gelöscht. Wer es nicht wahrhaben will, der stelle bitte seine eigene Nachforschung an und nenne mir irgendwelche Quellen. Aber bitte Quellen, die aus protestantischer Richtung kommen, die nicht aus der katholischen Richtung kommen. Weil ich weiß, dass der Papst der Antichrist ist. Ich weiß, dass die römisch-katholische Kirche die Synagoge Satans ist. Da kommt keine Wahrheit raus. Mit solchen Quellen braucht ihr mir nicht kommen. Beweist es mir biblisch. Aber das könnt ihr nicht. Weil 70 Wochen von Daniel sind erfüllt durch unseren Herrn Jesus Christus vor 2000 Jahren. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden ist, dass der Teufel euch glauben lässt, dass Jesus Christus nicht gekommen ist. Und dass in einem neugebauten Tempel jemand kommt, der sich dann als Christus ausgibt. Und wir Deutschen müssen mit dieser Last leben, dieses Holocausts, den sie uns aufgedrückt haben, weil damit eine Feindschaft gesät wird zwischen den reformatorischen Deutschen und den Juden. Und der Antichrist der Bibel, der Papst, damit dafür sorgt, dass die Deutschen ihren reformatorischen Glauben verlieren, durch die ökumenische Bewegung unter anderem, da könnte ja Babylon von Rom meiner Lesung folgen, und da niemand mehr den Papst als Antichristen identifiziert, sie den Juden die Wahrheit nicht erzählen können. Und das ist genau das, was Paulus in Römer, Kapitel 10 war es, glaube ich, sagte, dass wir die Juden zur Eifersucht bekommen müssen. Weil wir den Glauben von ihnen bekommen haben, müssen wir sie zur Eifersucht bringen. Zur Eifersucht auf den Glauben, den wir haben. Den Glauben an Jesus Christus, an den Sohn des lebenden Gottes. Bis hierhin. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. This is the motto of the show Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way.
a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie. With such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord, recall their memory to say, by the same faith we live today.